Wir von der Sommerschule haben ein Problem. Letzte Woche hat uns unsere Hauptförderin, die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, 10 Tage vor Beginn der Sommerschule die Förderung gestrichen. Damit haben wir jetzt ein Finanzloch von 46.000 Euro. Die Begründung der Stiftung ist, dass wir von der Sommerschule nicht sicherstellen können, dass in unseren Zelten keine Aktionen zivilen Ungehorsams geplant werden. Das finden wir absurd. Die Sommerschule ist schon seit 3 Jahren ein Ort der Bildung mit Workshops, Kursen, Podien und Kulturveranstaltungen. Wir glauben, die Entscheidung der Stiftung ist eine politische. Seit kurzem regiert hier in NRW eine schwarz-gelbe Koalition, die es ja bekanntlich mit dem Klimaschutz nicht so ernst nimmt. Da ist so eine kritische Veranstaltung wie die Sommerschule natürlich ein Dorn im Auge. Was jetzt? Für uns als Organisatorinnenkreis der Sommerschule war von Anfang an klar, dass wir uns von der Entscheidung der Stiftung möglichst wenig beeinflussen lassen wollen und die Sommerschule wie geplant stattfinden wird. Denn für uns ist die Sommerschule ein wichtiger Lernraum und ein Ort der Begegnung. Dieses Jahr kommen hier bereits zum 3. Mal in Folge 500 Teilnehmende zusammen, um gemeinsam darüber zu sprechen, wie ein gutes Leben für alle aussehen kann. Unter anderem organisieren wir dieses Jahr ein Podium zu sozial gerechtem Strukturwandel im Rheinischen Revier. Hier kommen erstmals Beschäftigte von RWE, AnwohnerInnen aus der Region und KlimaaktivistInnen zusammen, um gemeinsam darüber zu sprechen, wie der Kohleausstieg in der Region schnellstmöglich und sozial gerecht gestaltet werden kann. Wir machen also weiter wie geplant. Trotzdem setzt uns die Entscheidung der Stiftung natürlich unter Druck. Denn Honorare für ReferentInnen, Fahrtkosten, unsere Zelte, Plakate und Flyer, das alles kostet natürlich Geld und will bezahlt werden. Aber wir sind optimistisch, dass wir das schaffen können. Und zwar mit deiner Unterstützung. Hilf uns, unser Finanzloch zu stopfen und spende für die Diegoz-Sommerschule. Vielen Dank.